Hallo, guten Tag, liebe Leute. Heute haben wir Vorlesung 2 im Kurs WebPy. Thema heute ist Django Grundlagen. Ich gehe mal zu den Folien. Moment, ich muss dann Bildschirmformat genau ändern. Ich gehe zu meinen Folien und ich kontrolliere kurz. Aufzeichnung läuft. Ton geht und ich habe eine Datei im Video, sonst habe ich später richtig Pech Videos. Genau, wir haben eine neue Datei. Super. So, jetzt können wir anfangen. Wie gesagt, heute ist Spieltag Nummer 2, Django Grundlagen. Übrigens, letzte Woche, was haben wir gemacht? Letzte Woche haben wir einen Crashkurs auf Python gemacht und das war wirklich die einzige Vorlesung, wobei wir intensiv über Python diskutieren und den Rest des Kurses konzentrieren wir uns jetzt auf Django. Gut, nächste Folie. Lernziele heute. Pythons Virtual Environment, virtuelle Umgebung kennenlernen. Vertiefung machen wir heute nicht. Das machen wir eher ein bisschen später. Ich meine an einem anderen Tag. Nächster Lernziel. Model View Controller involves Muster sich erinnern. Also das sollte kein neuer Stoff sein, sondern nur zur Erinnerung. Das Django Framework kennenlernen. Django's Template Language kennenlernen. Also am Ende heute Vorlesung sollen wir alle in der Lage sein, eine sehr einfache Django-Website einstellen und betreiben. Wuhu! So schnell geht es. Wirklich. Nee, Moment, ich meine nicht so schnell die Vorlesung geht, sondern man kann eine Website so schnell erstellen und betreiben. Das meine ich. Das ist Vorteil Django's. Auf jeden Fall. Okay, Pythons virtuelle Umgebung. Was ist Python typisch verwendet? Lass uns kurz zurückblicken, wenn wir damals mit Java intensiv gearbeitet haben. Wie haben wir Java auf unserem Rechner, Computer installiert? Erinnern wir uns? Ich glaube, das war Erfahrung bei vielen. Wir haben in Computer Java, sag mal, 8 und dann 11, eventuell auch 14 oder 16, ich meine die Versionen. Dann hatte man wirklich später Pech, wenn man ein Java-Programm ausführen möchte, dann sagt eventuell Eclipse, ne, Version ist falsch oder was auch immer ist falsch, Versionen stimmen nicht, sowas. Also, damals in Java war die Situation, man hat eine Default-Version von Java im Computer. Und wenn man mehrere Versionen hat, dann hat man Komplikationen. Moment bitte. Entschuldigung für die kleine Störung. Ich kontrolliere nochmal. Ton läuft. Gut. Folien, genau. Wo war ich? Genau. Man hat, wenn man mehrere Versionen von Java im Computer hat, dann ist sehr typisch bei Ausführung von Java-Programmen, man hat Pech, weil Version stimmt nicht, was auch immer. Das ist jetzt bei Python ganz anders. Und zwar das folgende. Ein Python-Projekt beinhaltet Quellcode-Dateien von Programmierer, Python-Interpreter in einer bestimmten Version, externe APIs jeweils in einer bestimmten Version. Ich lese erstmal diesen Punkt und dann gucken wir, wie diese drei Unterpunkte optisch aussehen. So, erstmal dieser Punkt. Mehrere Projekte existieren in einem Computer.
Das ist schon mal klar, glaube ich. Aber jetzt was Neues für Python. Jedes Projekt darf unterschiedliche Versionen von Python Interpreter und APIs haben. Das heißt, jedes Projekt benötigt eine virtuelle Umgebung, auf Englisch Virtual Environment. Lass uns jetzt auch ein bisschen optisch sehen, dann ist dann weniger abstrakt. So, was möchten wir jetzt optisch sehen? Es gibt mehrere Projekte, jedes Projekt eigene virtuelle Umgebung und in jeder Umgebung eigene Versionen von Sachen. Und jetzt sieht es so aus. Wir haben zum Beispiel in diesem Computer drei Python-Projekte. In diesem Projekt, wir benutzen Python Version 2.7. Darunter ist Django Version 1.8, Celery, also irgendwelche Bibliothek API, Celery Version 3.3. Ja, und dann, das ist eine Einheit. Gemeinsam ist eine Einheit. Eine zweite Einheit. Python 3.5, Django 1.1, Celery 4.0. Eine dritte Einheit. Python 3.6, Django 2.0, Celery 4.4 und was auch immer weitere Python-Projekten. Nun, das ist völlig in Ordnung. Ja, damals die Komplikation bei Java, man hat eine Default-Version von Java im Computer und von daher alle muss abstimmen und Abweichungen sind schlecht zu beseitigen. Das ist dann vorbei. In Python wird total anders. Jedes Projekt eigene Version von unterschiedlichen Sachen. Also, Moment, sorry. So ist eine virtuelle Umgebung. So, this is a second virtual environment. This is a third virtual environment und so weiter. So, Befehle. Wie würde man eine virtuelle Umgebung, sag mal, reinspringen oder aktivieren? So, wir müssen erst eine virtuelle Umgebung erstellen. Man kann mit diesem Befehl in der Konsole machen. Wenn man ein PyCharm-Projekt hat, dann das ist schon für uns automatisch erledigt. Ja, also das heißt hier, wir möchten eine virtuelle Umgebung bitte in diesem Ordner oder Unterordner machen. Wenn ich jetzt zu PyCharm komme, übrigens, ich habe hier kein Django PyCharm-Projekt, das ist hier sozusagen reine PyCharm-Projekt. Ohne Django, aber ist okay. Im Moment, ich möchte nur zeigen, wir haben in diesem Ordner namens VM, das ist unser Virtual Environment. Ich zeige auch, wie das in Windows File Explorer aussieht. So, Moment, das ist Videos. Ich habe hier einen Oberordner für alle meine PyCharm-Projekte. Ich meine. Darunter gibt es im Moment nur ein PyCharm-Projekt und darunter gibt es noch einen Unterordner namens VM. Also Namen ist eigentlich egal. Man darf was auch immer nennen, wie man will. Typischerweise man nennt das VM für Virtual Environment und dieser Ordner in Windows Explorer ist ganz genau dieser Ordner in PyCharm. Dann ich gehe zurück zu PyCharm, kann ich den Ordner weiter öffnen und gibt es Unterordner. Hier habe ich irgendwelche Libraries und da, also die sind die APIs und so weiter. Unter Scripts Unterordner haben wir zum Beispiel Python. Und ich gehe zurück zu Folien. Also Moment, meine Botschaft ist, dieser Ordner namens VM, das ist jetzt meine Virtual Environment zu diesem Python-Projekt, welches übrigens gleichzeitig auch ein PyCharm-Projekt ist. Folien. Gut, genau. So, wir haben schon dank PyCharm ein Virtual Environment. Wir müssen dann das aktivieren. Bei Linux könnte man mit diesem Befehl aktivieren. Ich bin ziemlich sicher, bei macOS ist auch ähnlich. Wenn man eine virtuelle Umgebung aktiviert hat, dann sozusagen, wenn man in die virtuelle Umgebung reingesprungen hat,
dann sieht man vor diesem Dollarzeichen in runden Klammern Virtual Environment. Das ist ein Zeichen, Virtual Environment ist schon aktiviert. Ich gehe jetzt zu meinem Pager. Ich rufe mein Terminal. Gut. So, jetzt ist dann unterschiedlich. Typischerweise, wenn man auf Terminal klickt, also ich meine im Pycharm auf Terminal klickt, Virtual Environment ist schon automatisch aktiviert. Im Moment ist der Fall nicht. Ich sehe hier, ja, hier keine runde Klammern Virtual Environment. Dann muss man von Hand selber aktivieren. Also je nachdem, meine Botschaft jetzt ist, erstmal gucken und beobachten, ob man schon in Virtual Environment ist, ob Virtual Environment schon aktiviert ist. Falls nicht, selber machen, kein Problem. So, Moment, zurück zur Folie, das ist hier Befehl für Linux. Ich bin jetzt im Moment bei Windows, deswegen sage ich dot backslash. Übrigens, hier bei Linux und macOS slash ist forward slash. Ich bin jetzt in Windows und deswegen backslash. Ich habe, so Moment, ich tippe und dann rede. Backslash. In welchem Ordner? Virtual Environment Ordner. Habe ich richtig buchstabiert? Jetzt habe ich. Backslash. Darunter heißt es Scripts. Darunter heißt der Script Activate. Actually this, but man kann einfach Activate eintippen. Ich habe schon gegoogelt, wie man Schriftfarbe ändern kann. Habe ich leider keinen Erfolg. Es tut mir leid, ich weiß, dass es hier sehr leichte Farbe. Ich hoffe, jetzt seht ihr. Genau. Punkt backslash vm backslash scripts backslash activate. So, wenn ich jetzt Enter klicke, jetzt. Ich sehe runde Klammern vm, das heißt, jetzt bin ich in virtueller Umgebung, das ist dann aktiv. Gut. Also, wenn man die interaktive Umgebung, wenn man die virtuelle Umgebung verlassen oder deaktivieren möchte, einfach so sagen, deactivate. So, let's do that. Deactivate. Also einmal mit Farbe besser sehen. Deactivate. Enter. Gut. Runde Klammern VF ist weg. Nächste Folie. Oh, das war's. Also das war zum Thema virtuelle Umgebung. Wie gesagt, heute nur kurz kennenlernen, dass es existiert. Bewusstsein, dass jede virtuelle Umgebung ist unabhängig und getrennt. Und Vertiefung machen wir eher später. Gut, Model View Controller, das ist ein Entwurfsmuster. 5 Sekunden mitdenken oder miterinnern, was ist Model View Controller als Entwurfsmuster? Zur Erinnerung, Model View Controller ist ein Entwurfsmuster zum Zweck User Interface, Benutzeroberfläche, Entwicklung. Genau. So, typischerweise, was haben wir bei einer Benutzeroberfläche Entwicklung? So, what do we typically do or have when we have a UI, right? Genau. So, wir haben etwas, der Benutzer sieht, das ist natürlich schon mal klar, ja, wegen Benutzeroberfläche. Es gibt natürlich so eine Oberfläche und das ist hier View. Das ist, was der Benutzer sieht. Aber die Interaktionen oder sag mal die Operationen da hinten passiert nicht wirklich unter dem View, sondern der Benutzer sagt durch diese Oberfläche, ich möchte etwas ändern oder ich möchte Daten eintippen, eingeben, was auch immer. So. Der View gibt die Information weiter, ja, an diesem Pfeil zum Ton. Gut. View gibt diese oder leitet diese Information weiter an
den Controller. Controller ist, wo der Business Logic wohnt. Das heißt, seht ihr hier diese kleine Graph, kleinen Graphen, das ist ganz genau, Controller entscheidet, was mit dem mit der Information vom Benutzer zu tun ist. Zum Beispiel, ja, ich sollte doch neuen Namen vom Benutzer aufnehmen und deswegen etwas ändern. Oder ja, ich sollte jetzt weiter etwas machen. Je nachdem, je nach Business Logic. Und deswegen dieser File, Information fließt von View, das heißt von Benutzer zu Controller. Controller macht was auch immer, irgendwelche Entscheidungen. Und wenn zum Beispiel so entscheidet, etwas zu aktualisieren ist, dann gibt diese Information noch weiter, deswegen Updates, Model. Sehen wir hier diese Grafik? Das ist unsere Datenbank typischerweise. Model in einer Datenbank ist die Informationen, also die Daten. Ja? Die Daten bei zum Beispiel diesem für diesen Benutzer, ja, ich möchte meinen Vornamen ändern oder meinen Nachnamen ändern. Dann wird hier durch Model auf Datenbank irgendwelche SQL-Anweisungen ausgeführt und dann in Datenbank wirklich Daten wird geändert. So, wenn Daten aktualisiert ist, dann gibt eine Rückmeldung zurück zu View und die optische Darstellung macht eine Aktualisierung, damit Benutzer sieht, ja, okay, jetzt ist mein neuer Vorname. So, Moment, es gibt noch ein File hier, Controller Notifies oder sag Bescheid. Ja, Controller sagt Bescheid auch zu dem View, bitte etwas anders darstellen. Also, Zusammenfassung. View hat optische Darstellung zu tun. Entscheidungen oder Business Logic hat mit Controller zu tun. Und Daten oder Datenspeichern hat mit Model zu tun. So ist die Aufgaben getrennt. Okay, und das war nur zur Erinnerung. Oh, das war's. Also in einem Hörsaal würde ich sagen, gibt es Fragen. Jetzt haben wir leider keine Interaktion. Gerne Frage in der Übungssitzung stellen. Ton läuft. Sehr schön. Lass uns weiter. Das Django Framework. Yay, endlich mal. Wir sind soweit. Wir möchten jetzt Django diskutieren oder einleiten. So, Django Framework. Was ist Django? Das ist ein Framework zur Webentwicklung. Kurz, was ist ein Framework? Es gibt so viele übliche Funktionalitäten, wenn man eine Web-Applikation entwickelt, man muss dies und dies und dies und dies machen. Warum sollte jeder die gleiche Arbeit wiederholen? Und deswegen hat das Django-Team das schon mal gemacht. Wir können dann Django aus einem Framework herunterladen, dann sind diese Funktionalitäten schon vorhanden. Brauchen wir selber nicht entwickeln. Das ist die Idee. Und deswegen, Django ist ein Framework zur Webentwicklung. Wozu? Mit Django kann man eine Webseite wirklich sehr schnell entwickeln. Und zwar am Ende dieser Vorlesung haben wir schon eine betriebbare, naja, leere, aber betriebbare Webseite. Django hat viele eingebaute Funktionalitäten. Und warum habe ich für Django entschieden? So, Django ist ein Open Source Framework. Es ist immer noch in aktueller Entwicklung. Das heißt, es gibt wirklich so viele Programmierer, die immer noch aktiv daran teilnehmen, Django verbessern oder neue Funktionalitäten entwickeln. Die Dokumentation ist hervorragend, muss ich sagen. Sehr leicht einfach im Webbrowser, Internet, Django in der Dokumentation, dann hat man wirklich alles. Man kann trotz so vielen vorhandenen Funktionalitäten, ich hoffe, ich habe Grammatik richtig,
weitere Funktionalitäten selber implementieren. Also das heißt, man kann Django selbst ergänzen. Welche bekannte und beliebte Webseiten sind mit Django aufgebaut oder auf Django aufgebaut? Bitbucket, Dropbox, Instagram, The Onion, Pinterest, Quora, Spotify, The Washington Post und so viele anderen. Also Django ist wirklich sehr breit benutzt. So auf Englisch sagt man tested, ja. Ich keine Ahnung, wie das man auf Deutsch sagt. Also das ist dann schon sehr gut benutzt und geprüft. Es funktioniert. Django funktioniert. Version von Django. Wir benutzen Django Version 3, was auch immer. Ich glaube, aktuell ist 3.2. Auf keinen Fall bitte auf keinen Fall Django 2. Das ist schon veraltet. So, beim Google für die Dokumentation die Version beachten. Ich zeige, was ich meine. So, ich gehe mal Google. So, let's Google. Ich möchte Django Documentation oder Dokumentation. Enter. Ich sehe schon, das erste Ergebnis ist aus DjangoProjekt.com. Das ist dann offizielle Dokumentation. Einmal draufklicke. So unten, rechts unten, das meine ich. Rechts unten seht ihr. Ja, Dokumentation Version im Moment 3.2 ist gezeigt. 4 ist da, 3.1.3.0 früher ist auch da, Experiment Dev ist auch da, wir sind im Moment 2.2. Gut. Also aufpassen, dass man nicht übrigens woanders ist, das meine ich. Nächste Folie. So. MVC, Model View Controller, der Entwurfsmuster, ist eigentlich ziemlich streng bei Django berücksichtigt. Das Problem ist aber, die Begriffe bei Django sind anders. So, Moment, bei Django, so Moment, wir haben Model View Controller, right? MVC, so M, V, C haben wir. Aber bei Django, Model bleibt Model. View jetzt heißt Template. Und Controller damals jetzt heißt View. Ich weiß, das ist sehr verwirrend, aber muss ich dann einmal erwähnen. Bitte aufpassen, bei Django MVC ist jetzt MTV. Also ich weiß nicht, ob MTV immer noch sehr beliebt ist. Also, sag mal, als ich jünger war. Als ich jünger war, MTV war so beliebt. Jeder guckt MTV die ganze Zeit. Also diese Musikvideos, right? Anyway, das ist, wie ich das erinnere, im Kopf behalten. MTV, right? MVC damals ist jetzt MTV. Gut. So noch einmal. View ist jetzt für Business Logic bei Django. Template ist jetzt für optische Darstellung bei Django. ORM, das ist ein sehr wichtiges Konzept. Object Relational Mapping heißt das. Wie heißt das? Mit ORM, man schreibt kein explizite SQL mehr. Und das ist schon mal sehr gut. Code sehen wir heute nicht konkret, aber ich kann hier von Idee her darstellen. So, wie heißt das ORM? Anstatt überall SQL-Befehle oder SQL-Anweisungen schreiben, also from this table select ABC, where, sowas schreiben wir nicht mehr, sondern wir definieren ein Model oder ein Python-Objekt. Zum Beispiel, wir haben ein Model hier namens Student. Was haben wir als Attribute oder Felder in diesem Model? ID, Enrollment Number, das heißt, ich glaube, das ist dann Matrikelnummer. Name, Student Class, Department, Abteilung. So, wir schreiben nur sowas, die Definitionen in diesem Model in Django bzw. in Python Code.
Und Django macht automatisch diese Umwandlung zu einer Datenbanktabelle. Ah, super. Dann wird automatisch auch und im Hintergrund schon gemacht. Wir haben diese Tabelle, ich glaube, dann namens Student. Student-Tabelle haben wir eine Spalte für ID, eine Spalte für Matrikelnummer, eine Spalte für Name und so weiter. Wir dürfen natürlich bei den Definitionen sagen, dass es hier eine Integer, dass es hier ein String und zwar Länge ist 50 oder was auch immer. Das wird auch automatisch in unserer Tabelle umgesetzt. Und später, wenn wir sagen, ich möchte bitte aus meiner Datenbank Name zugreifen, dann sagen wir halt nur mit Code Student.getName oder was ähnliches. Ja? So ist die Idee. Hauptsache, kein explizit SQL mehr, dank Object Relational Mapping. Ich weiß, das kann immer noch ziemlich abstrakt bleiben. Echten Code sehen wir heute nicht. Das machen wir eher später. Ziel heute ist, wir möchten eine ganz einfache Django-Webseite betreiben, erstellen und betreiben. So, Arbeitsablauf für Django. Wie funktioniert Django dann? Wie würde Django eine Webseite, also nicht Web, also eine Seite von Web, eine Webseite, Amy. A Webpage auf Englisch. Wie würde Django eine Webpage darstellen? So ist der Ablauf. Ich weiß, dass es hier ein bisschen lang, könnte ein bisschen langweilig sein. Hab ihr bitte Geduld. So, ich bin jetzt Benutzer. Ich sitze am Computer. Ich tippe irgendwelche URL in meinem Webbrowser ein. So, das könnte eine HTTP-GET oder POST-Aktion sein. Erinnern wir uns? Bei HTTP gibt es verschiedene Aktionen oder Operationen, entweder GET oder POST. Im Moment bei Django, das ist schon in URL codiert. So, mit diesem URL, wir gehen durch das Internet, das heißt irgendwelche Netzwerk, und am Ende landet unsere URL bei einem HTTP-Server, a Web-Server. Dann durch WSGI, das ist eine sag mal, Funktionalität bei Python Webseiten, wird zu unserer Django Web-Applikation weitergeleitet. Also diese WSGI könnte sagen, ne, bitte zu dieser Webseite, bitte da die andere Webseite oder zu unserer Python Django Webseite. Gut. So, natürlich in der Mitte, dann durch Middleware. Ich rede nicht ganz so viel im Moment. Nur den Hinweis zum Beispiel Sicherheitssachen, andere eingebaute automatische Hintergrundsachen wird erledigt. Dann kommen wir zu Routing. Für uns, das heißt eine Datei namens urls.py. Das ist eine Python-Datei. Was macht diese Datei? Diese Datei guckt, was genau ist in meinem URL und je nachdem, wohin soll ich gehen, das heißt die Behandlung, je nach URL wird unterschiedlich behandelt. So zum Beispiel home.html, ja, wir möchten bitte zu home gehen. Gut, dann wir gehen zu irgendwelchem View. Übrigens, was macht View wieder nochmal bei Django? Genau, bei Django View ist die Business Logic. Erinnern wir uns? So, View jetzt entscheidet, ach, was soll ich machen, was soll ich darstellen, ne? Macht diese Entscheidungen. Und je nachdem, nach Bedarf, zu Model gehen und gegebenenfalls Daten aus Datenbank abholen. So, jetzt habe ich Daten. Und was soll ich dann diese Information optisch darstellen? Gehen wir zu Template. Das hat mit optischer Darstellung zu tun, right? So, jetzt dieser View kombiniert optische Darstellung und Daten und baut eine, sag mal, Rückmeldungs-HTML-Webseite. Ja? Aufbauen, aufbauen, aufbauen. Diese angefertigte Webseite liefern wir zurück. Auch durch Middleware zu Webserver. Webserver schickt zurück
durch Internet, das heißt dieses weltweite Netzwerk, zurück zu unserem Computer, zu unserem Webbrowser und dann sehen wir eine Webseite. Also im Hintergrund passiert alles sowas. Jetzt eine Django-App. Übrigens, Django-App ist keine App, wie man auf einem Handy, jede Grafik auf Handy nennt man es heutzutage eine App. Ne? Django-App ist was anderes. Eine Django-App ist eine Sammlung von Dateien, die gemeinsam verbundene Funktionalitäten liefert. Eine Django-Projekt darf mehrere Django-Apps haben. Wozu? Man kann Quellcode bzw. Ressourcen, zum Beispiel Grafik, besser organisieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn wir unsere Berliner Hochschule für Technik dieser Webseite, sagen wir mal, wenn das eine Django-Web-Applikation wäre, würde ich zum Beispiel die Belegungssache einer Django-App machen, die Informationen, also die, was auch immer man liest aus Informationen, aus einer Django-App machen. Was haben wir noch aus unserer Hochschule? Zum Beispiel unsere Modul würde ich auch eine Django-App machen. Hauptsache, die Funktionalitäten gruppieren und die Funktionalitäten zu dem gleichen Gruppe aus einer Django-App machen. Ja, und deswegen kann man die Quellcode und Ressourcen besser organisieren. Wie macht man tatsächlich im Computer? Eine Django-App ist praktisch damals wie ein Java-Package. Und für uns konkret ist praktisch ein Ordner. So, ich weiß, dass es noch abstrakt, lass uns ein bisschen optisch sehen. Ich habe hier ein Bildschirmfoto von irgendwelchen Django-Projekt. Ich gehe einfach die Punkte durch. Django World, das heißt hier. Soll ich hier lieber malen? Habe ich bitte gedruckt? Ich glaube, hier ist eine sehr gute Gelegenheit. Ich kann was malen, aber ich brauche ein bisschen Gerät umwandeln. Moment bitte. Jetzt muss ich natürlich das zeigen. Yeah, sehr schön. Ich brauche ein bisschen Platz. Jetzt habe ich mein, sozusagen meine Tafel. Ups. Genau. Eine andere Farbe, bitte. Ah, orange. I love orange. So, Django World. Oh, das ist aber zu dunkel. Das ist schlimm. Sorry. Noch einmal dann. Na gut. Grün auch. Django World. Wo ist das dann? Das ist dann hier ganz oben. Das ist unser Projektebene-Ordner. Danach haben wir, übrigens, das ist unser typischerweise für uns, das heißt unser PyCharm-Projektordner. Danach haben wir Template-Projekt, das ist auch ein Ordner, das hier. Und das ist eine Einstellung-Ebene-Ordner. Wir haben virtuelle Umgebung und wo ist das hier? Das hier ist eine virtuelle Umgebung. In diesem Fall hat die Person aus Env genannt. Wir haben einmal manage.py Script. Das ist dann hier. Ups. Das ist der Hauptskript. Hauptskript zu unserem Django-Projekt. Ich weiß, optisch sieht man nicht ganz so gut. Man denkt, dieser manage.dpy wohnt innerhalb
Template-Projekt. Das ist aber nicht der Fall. Eigentlich manage.py ist auf dieser Ebene, gehört zu Django World oder PyCharm-Projektebene. Wir haben dann eine Datenbank. Datenbank. Das ist dann hier. Nach Default ist das namens db.sqlite3. Wir haben eine, übrigens, wir haben eine lokale Datenbank. Deswegen können wir eine Django-Webseite lokal entwickeln, lokal testen und können wir nur auf diesem Computer zugreifen. Das heißt, man kann nicht durch Internet zugreifen. So, jetzt haben, sorry, Punkt, endlich mal kommen wir zu diesem Punkt. Ein Django-App. Welche Farbe jetzt? Sag mal. Ja. Django-App. In diesem Fall, die App heißt Template-App. Das ist ganz genau ein Ordner. Ordner darf Unterordner und Dateien haben. Also, und deswegen, wie gesagt, die, was auch immer Dateien zum Zweck Template, machen wir eine App, Django-App. Darunter gibt es dann irgendwelche Dateien, Grafikdaten auch okay. Sehen wir hier auch HTML-Templates auch okay in einem Ordner zusammen kopieren. So, jetzt Tipp, sehr wichtig. Deswegen Star, okay, ein Tipp. 1 und 2, das heißt Projektebene Ordner und Einstellungebene Ordner. Ich lese einfach vor. Nach Default-Einstellung, Sie haben den gleichen Namen. Das ist super, super, super verwirrend. Aber man darf sie umbenennen. Und das ist auch der Fall hier. Und deswegen, ich empfehle immer, bitte diese zwei Ordner, eins davon umbenennen. Sonst ist man für ewig verwirrt. Ich zeige euch auch später, ich führe vor, wie man das macht. Nur jetzt schon bitte das Bewusstsein. Die zwei Ordner hat gleichen Namen. Wir sollen bitte umbenennen. Gut. Jetzt darf ich, denke ich, mal zurück zu Folien. Da muss ich auch. Ich bin so erwähnt. Ja, jetzt. Super. Ton läuft. Sehr gut. Zurück zu Folien. So, Moment, ich muss auch Tablet lagern. Super. Nächste Folie. Genau. Darf ich dann diese Folie erstmal hier speichern? Später, ich möchte mit euch ein neues Django-Projekt zusammen erstellen. Und dann gehen wir einmal durch. So, lasst uns bitte diese Folie jetzt speichern. Wir kommen zurück. Django's Template Language. Was und wozu? Django Template Language ist kein Python-Code. Sehr wichtig, das ist wirklich kein Code. Man kann Template Language nicht wirklich ausführen. Ja, es ist nicht der Fall. Ja, aber das ist etwas Template Language, der in HTML eingebettet ist. Sondern das ist ein Kurzweg, um HTML-Inhalt zu vervollständigen. Wozu? Man kann dann HTML-Inhalt leichter darstellen. Achtung, es geht um Darstellung. Programmlogik gehört nicht dazu. Funktioniert sowieso auch nicht. Ja, weil man kann diesen Code sozusagen nicht ausführen. Es ist kein echter Code. Das ist nur etwas, sag mal, Platzhalter. Platzhalter sagt man so, Placeholders. Oder Platzbehälter. You know what I'm saying. Placeholders, die sind Placeholders, damit man kann die Daten, typischerweise die Daten, einfacher darstellen. Ich zeige euch. Das ist hier ein Beispiel von HTML-Template. Und wir haben hier, also man sieht schon, das ist schon in Richtung HTML. Aber mit extra Sachen drin. Und zwar, für uns ein Template ist praktisch eine HTML-Datei. Wir sehen, es gibt Sachen mit doppelter geschweifter Klammern auf und zu. Da drin ist eine Variable. So zum Beispiel das hier, Section.Title, das ist eine Variable. Wie heißt das nochmal? Ja, doppelter geschweifter Klammern auf und zu. Variable.
Variable mit Filter. Wir nehmen eine Variable namens Story.headline und wir sollen bitte mit Upper filtern. Das hat etwas mit Uppercase zu tun. Ja? So, was bedeutet dann? Das heißt, in dem View, übrigens, zurück. In dem View, ja, View arbeitet mit Template, in dem View. Das View sieht, ah, ich sollte bitte dieser Template mit einer Variable Section.title vervollständigen. Dann je nachdem, was es in dem View Section.title ist, dann wird dann so umgesetzt oder realisiert. Man kann auch Text haben. Text ist dann einmal geschaffelt, kann man auf und zu plus Prozentzeichen. Wo ist das denn? Zum Beispiel hier. Extends, irgendwelches anderes Template. Block Title. Was noch? Vorschleife. Ja, für jede Geschichte, for every story, in Storylist, mach etwas. Ja? Na klar, ich habe gesagt, das ist nicht wirklich Code, man kann nicht wirklich ausführen, aber eine Vorschleife kann man. Dann braucht man nicht sagen, wir haben 100 Stories. Dann braucht man nicht die HTML konkret 100 Mal schreiben oder Code schreiben. Man kann einfach so mit einem Dank Django Template Language mit einer Vorschleife kann man einmal schreiben, dann wird 100 Mal durchgegangen und den Inhalt 100 Mal vervollständigt. Comment gibt es auch in diesem Beispiel nicht, aber möchte ich nur erwähnen, es gibt auch Comment dazu. Und Vererbung und Blog. Ja, ich möchte dann jetzt mit Beispiel in PyCharm zeigen. Oh, PyCharm. PyCharm ist hier. Genau. Kurz kontrolliere. Läuft mit Ton. Gut. PyCharm, genau. Ich weiß hier, das ist kein Django-Projekt. Das ist hier eine, sag mal, reine PyCharm-Projekt. Ich aber möchte einen Texteditor haben, damit ich Code zeigen kann. So, das ist hier Template. Deswegen einmal Base HTML oder einmal Home HTML. Lass uns gucken. Base HTML, Doctype HTML, Open Tag, Close Tag dazu. Wir haben einmal Head und einmal Body. Innerhalb des Heads, wir haben hier. Und ich sehe schon für den Titel, ich habe einen Block namens Title. Und Inhalt ist Base Title. Ich habe im Body auch einen Block namens Content. Inhalt konkret ist Base Block. Und eine neue Zeile, danach mehr Inhalt. Das ist meine Base HTML Template. Ich darf jetzt diese Base HTML erben oder Vererbung benutzen. So, dafür mache ich eine Home HTML. Extends vom Base HTML. So, was bedeutet dann diese Vererbung? Ganz genau wie damals Java Vererbung mit einer Unterklasse. Was möchten wir Code in der Unterklasse Datei schreiben? Sag mal, nur die Ergänzungen Sachen, nur die neuen Sachen, die wir über unsere Superklassen überschreiben oder ergänzen möchte. Einmal auf Englisch, weil das ist hier sehr wichtig. So, what do we want to write back then in a Java subclass and now in a Django subtemplate? We only want to write things that we want to change or insert, add on to. So, in diesem Fall, ich sehe, bei meinem Base Template ist schon alle HTML-Text drin. Ja? Ich brauche nur noch das hier ersetzen und das hier ersetzen. Und das ist ganz, also diese zwei Blöcke ersetzen und das ist ganz genau, was ich hier habe. Ersetzung, Ersetzung. Und zwar mit meinem Home Template anstatt Base Title haben, ich sollte Homepage Title sehen. Anstatt Base Block aus Body sehe, ich sollte Hello World sehen. Das ist die Idee. Wir würden auch später in dieser Vorlesung konkret sehen, wie das dargestellt wird im Webbrowser.
Okay, ich mache hier eine kleine Pause. Okay, jetzt gehen wir weiter. Und zwar, genau, wie gesagt, dann wir haben ein HTML-Template. Der Ablauf ist, HTML-Inhalt nach Template vervollständigen. Und das ist ganz genau, was wir zum Beispiel mit einer Vorschleife machen kann. Und danach, wir haben ein vollständiges HTML, dann wird zurück zum Webbrowser, also durch Internet, zum Webbrowser geliefert und dann wird am Webbrowser gerendert. So, Achtung bzw. Trick, Debug Information in Kommentar verstecken. So, heute, ich zeige nicht, ich sage nur jetzt, damit wir das Bewusstsein haben, es ist möglich, wegen das hier kommt. Man könnte Informationen sozusagen verstecken und das ist zum Debug später hilfreich. Übrigens, man könnte auch ich habe vergessen, ist das so? Oder ist das andersherum? Ich bin immer verwirrt. Oh, Amy. Es tut mir leid. Das ist sehr peinlich. Amy hat vergessen, so HTML-Comment. Tag. Ah, exclamation mark. Not percentage. So. Erinnern wir uns sowas? Ja, das heißt, es ist auch möglich, wenn wir so ein Template so aufbauen, damit hier Kommentare haben, dann können wir auch Debug-Information verstecken. Wie gesagt, nur im Kopf halten, dann haben wir später diese Möglichkeit, besser zum Debuggen. Das kann weg. Zurück zu Folien. Gut, so jetzt kommen wir zum, ich glaube, das ist Django-Webseite einstellen und betreiben. So, ich gucke sehr kurz, ob das ist der letzte Abschnitt. Doch, das ist in Ordnung. So, ich schlage vor, beziehungsweise demnächst mache ich eine Vorstellung, eine Vorführung, wie man eine Django-Webseite einstellen und betreiben von Anfang an. Das heißt, wir erstellen erst ein Django-Projekt. So, ich bin, also jetzt PyCharm, ne? So, Moment, kurz kontrolliere, Ton läuft, sehr gut. Ich möchte gerne erst dieses Projekt schließen und ich beginne wirklich von Anfang an. Ich bin an diesem Bildschirm bei PyCharm. Wir wollen ein neues Projekt erzeugen. New Project. So, aufpassen, wir wollen nicht Pure Python, keine reine Python, sondern Django. Auf jeden Fall unbedingt Django hier auf der linken Seite aussuchen. Ich darf mein Projekt was auch immer nennen, wie ich will. Ich nehme gerne, wie haben wir, Hello World PyCharm Project oder was auch immer man möchte. So. New Location, ich möchte eine neue virtuelle Umgebung, I want a new virtual environment. Ich muss dann, genau, das ist nur, ich habe früher ein Projekt gemacht und gelöscht, deswegen sieht man hier früher etwas Rotes. Bei euch, das sollte nicht der Fall sein, das ist dann irgendwelcher Pfad zu eurer Python-Installation. Den Rest dann einfach so lassen, ja, so das heißt, am besten hier nichts anfassen. Projektnehmergeber, wir wollen eine neue virtuelle Umgebung. Und dann sag mal Create. Und dann das läuft ein bisschen. Ja, creating new environment, updating, ensure, install Django. Also läuft ein bisschen. Lass uns einfach warten. Was soll ich singen währenddessen? Heute regt. Oh, schon fertig. Ah, schade. Ah, tut mir leid, Leute. Zu wenig Zeit. Keine Zeit zum Singen. Haha. Aber aufpassen, eigentlich im Hintergrund läuft noch was. Ja. Oh, jetzt ist dann fertig. Also meine Maschine heute ist wirklich schnell. Manchmal dauert ein bisschen. Insbesondere auf Laptops, die ein bisschen langsamer sind,
könnte 1 bis 2 Minuten laufen. Auch abhängig von WLAN-Geschwindigkeit. Also deswegen bitte keine Panik, es könnte 2 Minuten dauern. So, Folien. Meine erste Django-Webseite, genau, Hubschritte zu einer Lehrer-Webseite mit PyCharm. Django-Projekt erstellen, das haben wir gerade gemacht, aber nicht fertig gemacht. Ja, optional, aber empfehlenswert, Einstellungs- bzw. Django-Projekt-Ebenordner umbenennen. Das machen wir sofort. Hubschritt Nummer 2, Virtual Environment aktivieren. Hubschritt Nummer 3, Datenbank erstellen. Hubschritt Nummer 4, Webserver betreiben. Die genauen Schritte werden je nach IDE oder gar ohne ein bisschen unterschiedlich. Also was ich heute vorführe, ist dann für PyCharm. So, wo bin ich dann? Oh, Schritt 1 habe ich nicht fertig gemacht, oder? Genau. So, wir haben gerade ein Django-Projekt erstellt. Wir sollen bitte Ordner umbenennen. So, worüber sprechen wir? Ich bin hier auf der linken Seite. Was ich jetzt markiere, ist PyCharm-Ebene, PyCharm-Projekt-Ebene Ordner. Was ich jetzt markiere, ist Django-Einstellung-Ebene Ordner. Die haben den gleichen Namen und das ist schlimm. Deswegen mein Vorschlag mit der Maus einmal auf Einstellung-Ordner, einmal rechte Taste klicke. Geh mal zum Refactor und Rename, umbenennen. Einmal klicke. So, also ich mache nach meiner Konvention das weg. Ihr könnt zum Beispiel gerne sagen, das ist hier Django Einstellungen oder was auch immer, ja. Kann was auch immer Namen wie ihr wollt. Ich mache noch einmal dann für mich selbst Hello World. Dann Click Refactor. Einmal klicken. Aufpassen, sehr wichtig. Diese Refactor-Aktion ist noch nicht ausgeführt. Man muss noch hier links unten nochmal Do Refactor. Dann ist ausgeführt. Ja, so jetzt klicke ich einmal. Jetzt ist dann umbenannt. Ah, und zwar, ja, Sie Hello World PyCharm Projekt, Oberordner, Unterordner ist Hello World. Wir sehen auch in My Windows File Explorer, PyCharm Projektebene ist Hello World PyCharm Projekt. Darunter habe ich ein Django-Einstellung-Ebene Hello World Ordner. Sehr schön. So, Moment. Wir müssen dann aber aufpassen. Ich öffne jetzt mein Hello World Unterordner. Darunter gibt es eine Settings-Datei. Ich double-klicke. Dort ist es. Wir müssen noch eine Einstellung ändern oder aktualisieren, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, ich scrolle und finde Root URL Configuration. Das ist immer noch nach alten Namen gemacht. So, dementsprechend ändern. Für mich das heißt weg. Speichern. Sehr gut. So habe ich jetzt Ordner umbenannt. Gut, jetzt möchten wir Virtual Environment aktivieren, je nach Betriebssystem anders. Für mich, ich bin in Windows. So, Moment, ist das schon aktiviert? Ich gehe einmal zu Terminal. Nee, noch nicht. Dann muss ich von Hand selber machen. Wie env backslash scripts backslash activate. Enter. Übrigens, ich habe Eintippen gespart wegen Tab. Also es gibt nur einen Ordner, das so passt. Deswegen mit Tab-Taste auf der Tastatur wird automatisch vervollständigt und darunter gibt es Activate auch so mit Tab. Dann ist automatisch für mich eingetippt. So, Enter. Jetzt bin ich in virtueller Umgebung. Sehr schön. Schritt Nummer 2 erledigt. Datenbank erstellen. Dazu oder dafür gibt es 2 Befehle. Ich erkläre heute, warum 2 und was Sie machen. Lass uns einfach so ausführen. So, Copy in der Terminal, Paste
Enter. Oh, gut. Ja, also im Moment, es gibt nichts zu tun, sozusagen. Dann nochmal Copy und Paste Enter. So, seht ihr hier einmal Data? Also das ist wirklich gerade neu erstellt. Also ich kann jetzt nicht zeitlich rückwärts gehen, wenn ihr könnt, aber ihr könnt 10 oder 20 Sekunden zurückspringen und dann gucken, damals auf der linken Seite hier gab es keine db.sqlite3, diese Datei. Jetzt haben wir so eine Anmerkung, diese Datei ist sehr klein. Ist okay. Eigentlich, das ist hier neu, etwas neu. Ich glaube, in einer alten Django-Version, die Data ist wirklich 0 KB. Na gut, okay. Ist auch kein Problem. Dann haben wir Datenbank erstellt. Nächster Schritt. Webserver betreiben. Befehl Copy und Pasten. Bereit? Enter. Ah, jetzt gibt es einen URL. Kopieren zu meinem Browser und URL geben. Enter. Wenn man so ein Rocket mit Bewegung, Cloud-Bewegung sieht, dann ist dann eine leere Django-Webseite im Betrieb. Herzlichen Glückwunsch. So schnell ging es. Jetzt haben wir wirklich schon eine lokale Webseite. So, eine Anmerkung, es kann sein, je nach Netzwerkverbindung und Computereinstellungen, manchmal funktioniert so eine Nummer nicht. Dann könnte man sagen Localhost. Also anstatt die Nummern, Localhost geht auch. Okay. Bitte noch eine Anmerkung. Bei mir ist es so in Windows. Sorry, lass mich im Moment lokale Webserver anhalten oder stoppen. Auf der Tastatur Steuerung C, Control C. Dann stoppt man den Webserver. Was möchte ich noch sagen? Ah, genau. Ich hatte wegen, keine Ahnung, könnte Windows Update sein oder eine neue Version von PyCharm sein. Ich hatte das Problem. What did it say? Let me go to the webpage. Where was it again? Ah, genau. Ich habe auf Moodle angelegt. Link zum Stack Overflow. Ich klicke einmal da, okay? So, man kriegt gegebenenfalls Execution of Scripts is disabled on the system. Ich glaube, Deutsch war Ausführung von Scripts ist deaktiviert. Wenn man dies begegnet, Lösung ist hier, aber ich sage hier Zusammenfassung. Wir brauchen diesen Befehl. Ich mache jetzt Kopieren. Ich gehe zu Windows. Ich brauche PowerShell. Ah, PPP. PowerShell. Oh no, Windows PowerShell eventuell. Genau, Windows PowerShell. Ja, wir möchten Windows PowerShell aber als Verwalter, als Administrator beginnen. Mit der Maus einmal rechte Taste klicke. Mehr als Administrator ausführen. Do that. Ja, erlauben. So, Moment, ich gucke. Ich bin unsicher. Sieht man das? Ja, man sieht das. Sehr schön. So, now den Befehl. Set Execution Policy Remote Signed. Einfach so Enter. Ups. Enter. Und dann fragt ja, nein, la la la. Ja, alle. Ein großes A. Enter. Dann wieder würde dieser Virtual Environment gehen. Also wie gesagt, wenn man gegebenenfalls so eine Fehlermeldung bei virtueller Umgebung aktivieren, wenn das auftaucht, dann gibt es eine Lösung. Ansonsten können wir auch gerne in der Übung gemeinsam untersuchen. Okay, was möchte ich noch zeigen? So, ich habe im Moment wirklich eine leere Webseite.
Folien. Das ist aber sehr, sehr, sehr langweilig. Lass uns doch mal Hello World sagen. Also ich würde dann einfach vorführen. Ich habe schon im Modul aus einer ZIP-Datei euch gegeben meine Hello World Beispiele. Darunter gibt es zwei Templates, die ich habe schon ausgepackt, also mein ZIP-Data entpackt. Hier gibt es Base HTML, Home HTML. Kopieren. Ich gehe zu meinem PyCharm-Projekt. Darunter gibt es einen Template-Ordner. Seht ihr? Ich paste ihn hier. Dann, wenn ich zurück zu PyCharm gehe, jetzt sehe ich unter Templates gibt es mein Base und Home. So, Base sieht so aus. Home sieht so aus. Und zwar genau wie haben Base ist eine super Template. Gibt es zwei Blöcke: einmal Title, einmal Content. Und mit Home Template, das ist eine Untertemplate. Wir erben von Base und die zwei Blöcke dementsprechend ersetzen. Und wir müssen noch ein Ding machen, und zwar, so Template Order haben wir diese Base und Home erledigt. Wir müssen dann URL einstellen. Erinnern wir uns, urls.py ist diese Routing-Funktion. Je nachdem, was man genau in URL eingetippt hat, wird man so weitergeleitet oder die Behandlung geben. So, ich gehe zu dieser Data urls.py. Das ist dann hier unter Einstellungen-Ordner urls.py. Lass uns jetzt ganz vorsichtig copy and pasten. Vorsichtig, weil ich sehe, ich brauche eine Zeile Code. Das ist eine Zeile, ja. Auf dem Übungsblatt, das ist auf zwei Zeilen aufgeteilt, weil ich habe dort keinen Platz auf Papier. Aber das hier ist wirklich eine Zeile. So, ich gehe zum PyCharm. Reihenfolge hier ist richtig. Ich erkläre heute nicht, warum. Ich würde sagen, aber heute ist wirklich unten hier einpacken, hinzufügen. Nicht davor. Danach, ja, und Einrückung heilen, schön machen. Das ist rot, aber keine Sorge. Ich sehe, ich darf hier plus einmal klicken, ich importiere was und ich muss auch etwas importieren, und zwar diese Zeile Code. Ja. Ach, Amy. Oh, genau, jetzt Copy and wie heißt das nochmal? Django Views. V. Hier. Also ich mache gerne alphabetisch. From Django CUV. Ja, so. Jetzt haben wir importiert und dann kein Wort mehr. Speichern. Dann lass uns nochmal Webseite betreiben. Das heißt, Moment, diesen Befehl. Python manage.dpy run server. Enter. Blablabla. Hier. So, lass uns unsere Webseite erneut starten. Das heißt, ja, aktualisieren. Einmal klicke. Ah! Keine Panik. Just kidding. Das ist hier erwartet. Eigentlich. Warum? Was ist mein URL eingetippt? Das ist natürlich meine Adresse und danach nichts. Was sagt meine URL.py-Data im Moment? MyURLs-Datei sagt im Moment, wenn man so eintippt, so behandeln. Wenn man so eintippt, so behandeln. Das heißt, ich muss eigentlich im Moment das dazu geben. Home slash, mit slash, home, alle klein geschrieben. So. Home slash, jetzt enter. Ah, sieh, keine Panik. Django macht ganz genau, was eingestellt wurde. Sehr schön. So, Hello World, mehr Inhalt. Woher kommt das? Das war von unserem Hello World Home Template Content Block. Mehr Inhalt gehört zu Base, aber das ist auch okay, weil das ist dann wegen Vererbung auch dabei. So, das ist schon Ende unserer Vorlesung heute. Ich möchte jetzt kurz über Übung sagen. Übung. Da. Ach, Amy ist immer verwirrt. Genau. Heute unsere Übung ist,
Meine erste Django-Webseite, yay! So, eine sehr einfache Django-Webseite erstellt und betreibt und eine Webpage mit Template-Vererbung gestaltet. Das ist praktisch meiner Vorführung gerade nur mit einer kleinen Abweichung. Bitte ein Base-HTML und ein Home-HTML selber schreiben. Und zwar bitte drei Blöcke selber auswählen und gestalten. Also was auch immer ihr wollt, drei Blöcke. In meiner Vorführung, ich habe zwei Blöcke gemacht in dieser Vererbung. Ihr macht bitte drei. Und dann zur Abgabe. Das ganze Projekt bitte aus ZIP-Datei zippen, aber bitte ohne VM-Ordner. Das heißt bitte ohne dies. Weil inhaltlich, das ist sehr groß. Ja, also das ist hier, lass uns hierher gehen. Wie groß ist das? Wie groß ist das? Fast 45 Megabyte groß. Und das ist wegen Betriebssystem und Python-Version jeder Rechner anders. Macht keinen Sinn, mit einzusippen. Und deswegen bitte das Ganze PyCharm-Projekt zippen ohne Virtual Environment. Das abgeben und noch dazu ein Bildschirmfoto aus dem Webbrowser, das die Homepage zeigt. Das heißt, bitte ein Bildschirmfoto von dies. Und das war's. Das war's für heute. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns am Montag. Dann schon mal ein schönes Wochenende. Mach's gut und wir sehen uns. Tschüss.